Es ist jetzt schon eine kräftezehrende Saison für den FC Bayern Basketball. Bereits 30 Spiele haben die Münchner hinter sich, verbunden mit vielen Reisen und eng getakteten Wochen. Spiel- oder trainingsfreie Zeit ist selten. Ja, es ist ein harter Zeitplan. Seit dem Berlin-Spiel waren wir 8 Tage unterwegs. Jetzt hat es gut getan, dass wir mal einen freien Tag hatten, den wir mit unseren Familien verbringen und uns sehr erholen konnten. Sehr froh auf jeden Fall. Ich meine, war eine lange Woche, intensive Spiele, nicht ganz mit dem Ausgehen, wie wir uns erhofft haben. Deswegen sind wir schon froh, jetzt wieder in München sein, zu Hause spielen. Auch wenn es ohne Zuschauer ist, aber ich denke mal, es ist trotzdem eine andere Atmosphäre für uns. Am 17. Euroleague-Spieltag treffen die Münchner in eigener Halle auf Baskonia Vitoria Gasteiz. Das Team aus Spanien befindet sich 4 Plätze hinter den Bayern, die auf dem 12. Tabellenplatz stehen. Ich denke, sie sind ein gutes und talentiertes Team. Ja, vielleicht hatten sie ein paar Probleme, den richtigen Coach zu finden und brauchten ein wenig Zeit, um das neue System des Trainers umzusetzen. Aber es wird für uns sicher ein super hartes Spiel am Donnerstag. Nach Anlaufproblemen in der Euroleague konnten sich die Bayern-Basketballer stabilisieren. Mittlerweile haben sie 7 Siege und 9 Niederlagen. Wir hatten einen schwierigen Start, haben viele Spieler vermisst durch Verletzungen, durch Covid. Es hat uns so ein bisschen zurückgetreten. Anfang haben ein paar Spiele knapp verloren, deswegen. Ich denke mal, das war ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, wir haben dann sehr gut Charakter gezeigt, zurückgekommen, haben dann sehr, sehr viele Spiele gewonnen, haben dann jetzt ein gutes Standing, zumindest ein Standing, wo wir jetzt uns keine Panik machen müssen auf jeden Fall, weil jetzt die erste Runde natürlich mit einem Sieg beenden und dann mit voller Kraft voraus in die Rückrunde. Mit dem abschließenden Spiel in der Euroleague-Hinrunde könnten die Münchner sogar an die Top 8 heranrücken, die Playoff-Plätze. Danach geht es gleich weiter mit den kräftezehrenden Basketballwochen.